Liebe Brüder und Schwestern, Rabbi, ich möchte wieder sehen können. Ja, was für ein verständlicher Wunsch. Ein blinder Bettler. Ja, was wünscht der Sehnlichste am sehnlichsten, als dass er wieder dieses Licht sieht, dass er wieder schauen, seine Augen wieder gebrauchen kann. Und Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, so offenbart Jesus, dass er selber das Licht ist. Jesus sagt ja von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der geht nicht im Finstern, im Dunkeln, sondern er hat das Licht des Lebens. Ja, Jesus selber ist dieses Licht. Er schenkt Heilung, nicht nur am Leib, sondern an der Seele. Wie viele Menschen heutzutage sind nicht blind, was die Augen betrifft, sondern haben ein blindes Herz. Ja, diese Blindheit des Herzens, des Geistes, ist viel furchtbarer als die Blindheit der Augen. Ja, warum? Ja, wenn das Herz blind ist, dann ist es unfähig zu lieben, diese Liebe Gottes zu erkennen, anzunehmen. Ja, wenn der Geist blind ist, dann sieht er nur das Irdische, nur das Materielle, aber nicht mehr die geistige Wirklichkeit, das, was der Vater uns zeigt in seinem Sohn Jesus. Ja, worauf Jesus uns aufmerksam machen möchte, dann können wir nicht glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes, der Retter und Erlöser ist. Aber dieser Glaube ist Voraussetzung für das Heil, so sagt Jesus heute. Dein Glaube hat dir geholfen. Uns wurde die Gnade des Glaubens geschenkt. Wir sind getauft auf den Namen Jesu. Ja, letztlich sind alle Menschen wie Blinde. Es ist ja ein Bild für die ganze Menschheit, die der Sünde verfallen ist, die durch die Erbschuld verletzt, verwundet ist, ja blind geworden ist für Gott, für diese Wirklichkeit Gottes, für seine Liebe und Gnade, für seine Nähe. Ja, die Sünde ist es, die blind macht, die uns, unser Herz unfähig macht zu sehen, die sich wie eine Schlammschicht auf unser Inneres legt, auf unsere Seele. Davon möchte Jesus uns zuerst befreien, von dieser Sündhaftigkeit, ja von der Last der Erbschuld. Die hat er von uns genommen in der Taufe. Da leuchtet uns auf das wahre Licht Gottes. Da sind wir Kinder Gottes geworden. Da hat der Geist Gottes uns erfüllt, uns die Augen geöffnet, für seine Nähe, für seine Wirklichkeit. Ja, lassen wir den Geist Gottes in uns, durch uns wirken. Er ist dieses wahre Licht, diese wahre Weisheit, die uns sehen lässt. Heutzutage sind viele Menschen so, wie, um ein Bild zu gebrauchen, wie ein Mensch, der in seinem Haus ist, in seinem Zimmer sitzt und die Jalousien herunterlässt und sogar noch die Vorhänge zuzieht und sich wundert, warum es so dunkel ist. Ja, so viele Menschen verschließen sich vor diesem Licht Gottes, vor diesem Licht des Glaubens, vor Jesus, der das wahre Licht ist, wollen alles aus eigener Kraft schaffen, alles selber tun, meinen, sie könnten selber alles vollbringen. So viele meinen es, ja, sie brauchen Gott nicht mehr. Ja, vielleicht gibt es ihn ja gar nicht. Viele haben diesen Glauben verloren. Sehen nur mehr die irdischen Dinge, dieses zeitliche Leben und jagen voll Gier und Unruhe nach den Schätzen dieser Welt, finden keinen Frieden mehr, weil nur Jesus der wahre Friede ist. Nur er kann das Herz mit Frieden erfüllen. Ja, wie viele Menschen haben diesen inneren Frieden verloren, ja, weil sie nicht mehr glauben, weil sie sich der Wirklichkeit Gottes verschlossen haben, dem Licht. Und dann sind sie wie Menschen, die versuchen, ja mit Streichhölzern und Kerzen
einen dunklen Raum zu erhellen, das Haus wieder hell zu machen, aber es gelingt nicht. Ja, wie einfach wäre es da, einfach die Vorhänge wegzuziehen, die Jalousien hochzuziehen und das Licht der Sonne hereinzulassen. Ja, Gott ist diese Sonne. Es ist so einfach, im Licht Gottes zu sein, wieder neu diese Freude an Gott zu entdecken. Wenn wir unser Herz öffnen für Gott, für sein Wort, für seine Gnade. Ja, das wollen wir auch jetzt in diesem Gottesdienst wieder neu tun. Bitten wir Jesus, das wahre Licht, den Retter und Erlöser, den ewigen hohen Priester, der für uns am Kreuz Sühneopfer geworden ist, ja, Priester und Opfergabe für uns zur Vergebung unserer Sünden, er möge uns reinigen von aller Schuld. Und wenn wir uns schwerer Sünden bewusst sind, gehen wir wieder zur Beichte. Da werden wir befreit, geheilt, erneuert. Ja, bitten wir Jesus, er möge uns neues Leben schenken. Er möge uns Kraft schenken, dass wir alle Vorhänge unseres Herzens wegziehen, dass wir uns ihm, seinem Licht öffnen, damit wir neu diese Freude des Lebens entdecken, den wahren Reichtum, den nur Gott uns schenken kann. Ja, so vieles wird verdunkelt in unserem Leben durch den Egoismus. Ja, wo Gott nicht herrscht, wo wir nicht bereit sind, seinen Willen zu suchen, zu tun, da verfallen wir der Begierde, der Gier nach dem Reichtum, da sind wir selbstsüchtig, rücksichtslos. Da regiert der Neid, die Eifersucht, die Herrschsucht. Da wollen wir immer größer sein als die anderen, mehr sein, mehr haben, und nie bekommen wir genug. Ja, Gott allein genügt, sagt die heilige Teresa von Avila. Gott allein genügt, wenn wir ihn finden, haben wir wirklich alles, das Licht, das Leben, die Freude. Ja, vertrauen wir neu auf den Herrn, lassen wir uns von ihm rufen wie der blinde Bettler Bartimäus. Und wir werden neu dieses Licht schauen, Christus, den Herrn. Und er schenkt uns seinen Geist, damit wir Zeugen sein können für den Glauben an ihn und ihm voll Freude folgen, ja wie der Bettler, der diese Freude erfahren durfte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil er auf ihn vertraut hat, ja weil er auf ihn seine Hoffnung gesetzt hat. Ja, wer auf Jesus hofft, wird nicht enttäuscht, auch wenn vielleicht manche Menschen unwillig sind, so wie es ja auch im Evangelium war. Ja, warum schreit dieser Blinde so laut? Er soll still sein. Ja, rufen wir zum Herrn im Gebet. Er hört uns. Er wartet darauf, uns zu beschenken. Amen.